Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Practice Session. In dieser Folge geht es um Percussion Workflow, hauptsächlich für Hi-Hats und Snares, aber auch für ähnlich geartete Percussion-Instrumente. Aber legen wir doch einfach mal los. So, ich habe hier ein kleines Stückchen, vier Takte lang, und das klingt jetzt erstmal so. So, und wie ich das Ganze aufgebaut habe und aufbaue, das zeige ich jetzt am besten gleich von ganz Anfang. Das heißt, ich lösche hier diesen Hi-Hat-Clip. So, da ist meine E-Hi-Hat und in den Arranger klicke ich jetzt einmal doppelt mit der Maus rein. Dann habe ich einen Clip, einen Eintakt langen Clip hier drin. Den verkürze ich auf eine Viertelnote und diese Viertelnote ziehe ich die Maus nach unten hier am Ende. Die loope ich jetzt bis an das Ende der vier Takte. So, und jetzt habe ich immer quasi einen Einviertelnoten-Loop da drin. Wenn ich hier einen Doppelklick drauf mache, dann sehe ich auch quasi die Viertelnote hier. Mache hier noch die Velocities auf. Das Ganze ein bisschen größer hier. Und dann zeichne ich meine erste Sechzehntel hier rein. Und die mache ich erstmal ganz laut. So. Und jetzt habe ich mir angewöhnt, ich zeichne meine Hi-Hats auf verschiedenen Noten ein, also die unterschiedlich lauten Hi-Hats auf unterschiedliche Noten ein, so dass ich die auch gleich in der Piano-Roll visuell unterscheiden kann. Das heißt, hier mache ich jetzt eine zweite Note rein, die mache ich unterhalb der lautesten Note und die mache ich auch etwas leiser, ungefähr so. Und dann mache ich hier nochmal eine, die ist nochmal leiser und die dupliziere ich dann auch nochmal mit Steuerungstaste und Maus rumschieben. So, jetzt habe ich hier drei verschiedene Lautstärken. Das sehe ich hier einerseits in der Piano-Roll direkt und hier natürlich in den Velocities. Und wenn ich das Ganze hier jetzt mal abspiele, dann habe ich Folgendes. Vier Takte lang. Das ist natürlich ein bisschen langweilig und jetzt um diese vier Sechzehntel, die ständig wiederholt werden, einfach mal ein bisschen abzuwechseln, mache ich jetzt einfach mal Folgendes. Ich drücke hier auf dem E-Clip oder auf dem Clip von dem E-Hi-Hat die rechte Maustaste und wähle hier Inhalt verdoppeln aus. Shift-D. So, jetzt sind meine Loops, kann ja nochmal zurückgehen, die vorher ein Viertel lang waren, sind jetzt zwei Viertel und in diesen zwei Vierteln ist quasi der Inhalt von diesem ein Viertel verdoppelt. Dafür ist der Loop jetzt einfach zwei Viertel lang. So, und jetzt kann ich sagen, okay, machen wir die Velocities wieder rein. Gleich so zweimal so ein lautes mache ich nicht. Dann nehme ich jetzt vielleicht einfach so ein halblautes und packe das hier ran. Und mein ganzer Loop, der klingt jetzt einfach so. So, und den gleichen Trick mache ich jetzt einfach nochmal, um noch mehr Variation reinzukriegen, Inhalt verdoppeln, dann verdoppelt sich wieder hier der Inhalt, der Loop, quasi die Loops werden immer größer, immer länger quasi. So, und jetzt habe ich das hier nochmal drin und sage, hier, der ist mir immer noch, das sind mir immer noch zu laut, zu schnell hintereinander, die Lauten mache ich den weg und nehme zum Beispiel einfach nochmal den hier so rein. Und habe jetzt folgenden Loop. Zum Beispiel. So, jetzt sage ich, reicht mir, ist okay. Ich will jetzt aber nach einem Takt noch eine Variation rein, beziehungsweise nach zwei Takten noch eine Variation rein. Wieder ein Rechtsklick, Inhalte verdoppeln, Shift-D. So, jetzt habe ich zwei Takte. So, dann sage ich, okay, bei zwei Takten, da lasse ich den so vielleicht, wie er ist. Oder ich mache den, lasse ich den oder nehme ich den raus. Vielleicht lasse ich den jetzt einfach mal. Und hier hinten, den hier schiebe ich hier raus. Die zwei unten nehme ich hier weg. Dann habe ich hier zwei Mittellaute und einfach mit einer Pause zwischendrin und dann klingen meine Takte jetzt so.
So, und jetzt sage ich, okay, ich will jetzt aber so einen 4-Bar-Loop mit diversen Variationen drin haben. Ich habe da ja schon etliche da reingebaut, einfach mit dadurch, dass ich diesen Loop immer weiter vergrößert habe und hier und da mal so eine kleine Änderung reingebracht habe, mache ich das nochmal, rechter Mausklick, Inhalt verdoppeln, Shift D. So, jetzt habe ich einen 4-Takte-Clip am Start und mache jetzt einfach hier hinten nochmal, wo das Ende ist, gehe ich auf 32, genau so. Nehme ich den hier zum Beispiel weg, nehme hier so einen leisen ran, den mache ich ein bisschen kleiner und mache so eine 32er Roll da hinten dran. Und mein Loop klingt jetzt nämlich so. So, und jetzt habe ich innerhalb kürzester Zeit einfach so mit 4/16, die ich dann von einer quasi einer Viertelnote immer wieder verdoppelt habe und dann so kleine Variationen reingemacht, habe ich jetzt einen 4-Takte-Hi-Hat-Clip gebaut, der sich zwar wiederholende Muster hat, aber dann doch wieder so ein bisschen ändern, damit es nicht langweilig wird. Und könnte jetzt, falls mir jetzt zum Beispiel die leisen Noten zu leise sind, einfach dadurch, dass ich hier vorne drauf klicke, alle leisen Noten auf einmal auswählen und dann hier die nochmal ändern oder hier in der Velocity nochmal hier ändern, wenn die mir einfach zu leise erscheinen. Oder die mittleren oder die lauten. Die kann ich einfach so komplett separat auswählen. Was ich natürlich auch machen kann, ist, das Ganze ist ja ein bisschen, wirkt ja ein bisschen so roboterhaft. Ich kann jetzt noch versuchen, ein bisschen diesen Humanized Touch da reinzubringen. Ich klicke jetzt einfach in die Piano Roll, drücke Steuerung A, um alles auszuwählen. Und gehe jetzt hier links im Inspektor hin. Da sehe ich hier die Durchschnittslautstärke. Klicke hier aber auf den Pfeil auf der rechten Seite und bekomme jetzt das Histogramm. Und hier sehe ich jetzt auch wieder, was ich hier in der Piano Roll sehe. Hier ganz laut sind relativ wenig Noten drin, bisschen leiser sind schon ein bisschen mehr Noten drin und die ganz leisen Noten sind ganz viel. Und da sage ich jetzt, okay, das soll nicht immer so alles dasselbe Level haben, aber so ungefähr halt. Und jetzt kann ich hier mit diesem Chaos-Regler, kann ich da einfach so ein bisschen Chaos reinbringen und ihr seht das unten an dem Velocity-Fenster, wie sich das Ganze bis ins Extreme bewegt und ich kann es einfach so ein bisschen machen. Dann sieht man, ja, ist alles so ungefähr ähnlich, aber nicht halt so hundertprozentig gleich. Und wenn ich das jetzt hier so abspiele, im Gegensatz zu dem Original, so habe ich ein bisschen Variation reingebracht in meinem 4-Takte-Loop oder Clip. So, das heißt aber, wenn ich diese 4-Takte jetzt einfach loope oder einfach dopple, habe ich dann immer wieder dieselbe Charakteristik von diesem Schlagzeug drin. Möchte ich das nicht haben, kann ich natürlich für jeden einzelnen Clip das nochmal anders ändern, wie ich das haben möchte. Oder ich kann hingehen, wähle jetzt hier wieder alles aus, klicke dann in Piano Roll, Steuerung A. Und dann kann ich hier links im Inspektor den Velocity Spread nochmal benutzen. Dann klicke ich, kann ich entweder hier das erhöhen, dann sieht man schön auf den Noten, wie hier dieser Spread geht. Und der Spread sagt nichts anderes als bei Clip anfangen wird ein bisschen gewürfelt, dann wird ein Zufallswert genommen und dann wird halt diese Velocity innerhalb dieses Bereiches plus oder minus hin und her geschoben. Und für alle Noten gilt dann plus oder minus derselbe Wert. Also wenn jetzt beim Würfeln irgendwie plus 2 rauskommt, dann kriegt halt jeder dieser Werte plus 2. Geht alles, alles wird insgesamt lauter. Oder wenn bei dem gewürfelten Wert dann minus 5 oder minus 10 rauskommt, dann kriegt jeder Wert hier auch minus 10. Das möchte ich aber unter Umständen nicht, dass sich das alles gleich anhört. Nee, das wollte ich jetzt nicht. So, sondern ich kann zum Beispiel auch sagen, ich gehe hier wieder in das Histogramm und dann nehme ich den Chaos-Regler
und regle hier ein bisschen Chaos rein. Jetzt hat jeder, jede Note hat einen unterschiedlichen Range hier. Und innerhalb dieses Ranges wird dann der entsprechende Wert, der gewürfelt wird, also 5 oder so zum Beispiel, wird hier quasi das als 100% genommen und dann wird halt quasi hier 5 oder sagen wir mal, es wird hier eine Prozentzahl gewürfelt und das wären jetzt 100% Spread in eine Richtung, wird hier halt 5% genommen und hier 5% oder hier 5%. Das sind aber halt, ist halt eine andere Anhebung als jetzt bei so einem großen Spread hier. Das heißt, ich kann durch diesen Chaos hier nochmal eine zusätzliche Variation reinbringen, die jedes Mal neu gewürfelt wird, wenn der Clip von vorne gespielt wird. Das sieht man dann, wie sich die Dinger hier ändern, wenn der wieder hier vorne ankommt. Hier hat man es gesehen. Und so habe ich immer so eine leichte Veränderung bei jedem Clip oder bei jedem Loop von diesem Clip und vermeide dann, dass sich das zu roboterhaft anhört. Das waren schon diese drei Tipps, die ich euch zeigen wollte. Also zum einen die Organisation hier, dass man sagt, okay, man geht mit den verschiedenen Velocities auf verschiedene Noten und hat die halt dann auch relativ schnell so im Griff. Das heißt, man könnte jetzt einfach die niedrigsten auswählen, sagen, ah, okay, hier will ich eigentlich gar keinen Spread drin haben, weil die sind schon so leise. Dann schalte ich das hier zum Beispiel einfach aus und habe es nur noch für die oberen beiden. Oder ich sage, für die Lautesten sind auch ein bisschen doof, will ich auch nicht haben, schalte ich das hier aus. Dann habe ich es zum Beispiel nur noch für die mittleren. Und entsprechend kann ich das hier auch mit den Velocities machen, bei den hier zum Beispiel bei den mittleren kann ich hier ein bisschen mehr Chaos reinbringen oder ich verschiebe den Mittelwert oder die Skalierung, sage ich alles wieder auf eine Lautstärke oder halt wieder irgendwie skaliere ich das einfach so wieder raus. So und so kann ich relativ schnell auf die verschiedenen Velocities zugreifen durch diese, sag mal, Nivellierung, durch diese Hierarchie, die ich da reinbringe, dann eben mit den verschiedenen Velocities und den Velocity Spreads habe ich relativ schnell zusammen noch mit diesem, mit einer Viertelnote anfangen oder einer halben Note anfangen und dann immer Shift D, nachdem man so eine leichte Variation reingebracht hat, relativ schnell auf 4 Takte, 8 Takte, 16, 32 Takte hochbringen. Und das wirkt dann immer noch relativ interessant oder sehr interessant, je nachdem, was man da an verschiedenen Variationen reinbringt. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Kommentar da. Beziehungsweise, wenn ihr vielleicht noch eine Idee dazu habt, dann schreibt mir das bitte auch in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Oder vielleicht habt ihr sogar noch eine wesentlich bessere Idee oder noch eine zusätzliche Idee oder wie auch immer, wenn ihr das nochmal erweitern wollt und könnt, dann schreibt mir, würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.